Ach, die Hühner haben es hier aber echt schön. Ja, und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge auf der Rally the Old Farm, heißt sie, genau. Ja, beim Single Let's Play und ja, wir sind jetzt auf The Rally the Old Farm. Das ist hat einfach den Grund, weil das einfach am meisten gewählt wurde. Und ja, und dann habe ich mich für die entschieden. Es war dann auch noch Meppinghausen zur Auswahl, wurde auch gesagt, aber das war nur eine Stimme und ja, war natürlich The Valley, The Old Farm klar überlegen und ja, und dann habe ich mich für die entschieden. Und da ich die dann auch noch hatte, war es eigentlich ganz einfach. Und habe jetzt das Safe Game ein bisschen bearbeitet. Und ja, und jetzt können wir starten. Ich habe jetzt auch noch, also ja, es tut mir echt leid für die, die jetzt sich vielleicht die Meppinghausen gewünscht haben. Es war auch noch Weisingen zur Auswahl. Da hatte ich aber das Ding, dass wir ja das im Multiplayer gespielt haben, schon in den Streams, und dann habe ich mich jetzt so entschieden, dass wir da auch so weitermachen in den Streams, Multiplayer-mäßig, und sind wir da aktiv und dann, ja, machen wir da so weiter. Und es wurde sich ja auch noch, habe ich auch noch von einem Zuschauer gelesen, dass sich Youngtimer gewünscht wurden zum Start, weil ich ja gefragt habe, wie sollen wir starten? Und ja, und dann habe ich mir ein paar schöne Youngtimer rausgesucht. Ich hoffe, das sind jetzt auch alles Youngtimer, nicht, dass das jetzt halt hier noch Oldtimer sind oder schon zu modern. Ja, aber wenn ihr findet, das sind jetzt schon moderne oder noch Oldtimer, dann einfach, ja, mich korrigieren, keine Ahnung. Ja. Ja, jetzt hier den Starthof. Das da hinten, was hier hinten noch alles ist, das zeige ich jetzt mal noch nicht. Das wollen wir ja dann alles erkunden. Und ja, jetzt fange ich einfach mal hier mit den Geräten an. Wir haben hier einen Class Dominator Maxi 118 SL mit einem Class Schneidwerk. Einen kleinen. Der Schneidwerkswagen ist Standard. Ist auch schon ziemlich in die Jahre gekommen, sage ich mal. Wurde ganz schön mitgenommen, gerade das Schneidwerk hier. Und ja, dann haben wir, mache ich mal hier weiter gleich, einen Gruber 4 Meter. Finde ich ausreichend für einen Start. 3 Meter finde ich fast ein bisschen wenig. Und ja, dann einen Kipper MF. Es wurde sich ja auch das MF-Pack gewünscht. Habe ich jetzt mit drin. Wurde sich von Fabian W. gewünscht. Ja, es wurde sich ja auch von dir der Ursus-Pack gewünscht. Von dem Ursus. Und ja, aber den habe ich jetzt noch nicht runtergeladen. Und ja, aber den kann ich dann demnächst noch mit reinnehmen. Weiß aber auch nicht, ob das so hier reinpasst, weil das ist dann schon nicht so, das ist dann eher Oldtimer wieder. Dann habe ich noch eine Sämaschine. Frag mich nicht, wie die Marke heißt. Rollmasts. Denke ich mal, irgend so eine polnische Marke. Dann den Streuer vom MF-Pack. Ja, dann die Traktoren habe ich jetzt 3 Stück gekauft. Die reichen, ich finde 3 Traktoren für den Anfang finde ich immer ganz gut. Und ja, da fangen wir mal an mit dem MB-Truck 900 Turbo. Wurde sich ja auch gewünscht, ein MB-Truck. Und ja, ich gehe ja auf eure Wünsche ein und ja, versuche es jedenfalls so weit wie es geht. Ja. Und hier haben wir den Deutz, den DX 6, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das
631, da kann man es noch lesen. Und dann habe ich jetzt als Frontlader-Traktor genommen mit Frontlader und einer Schaufel. Wir haben dann noch diesen diesen JCB Mini-Lader da. Den ist auch noch die Frage, ob wir den behalten oder ob ich den verkaufen soll. Weil der ist ja dann nicht mehr old und ja, also der ist schon echt sehr mitgenommen hier, überall Rostspuren und finde ich echt klasse gemacht. Passt echt gut in Youngtimer rein. Dann haben wir hier noch einen Fendt Favorit 610S mit einem, was war denn das? Fritzmeier war es nicht, sondern das war das mit Stoff, das Stoffdach, genau. Heißt so, weiß auch nicht wieso. Ich denke mal, weil das hier an der Seite Stoff ist. Das ist wirklich Stoff, also das stimmt schon. Habe ich schon mal in echt gesehen und den kann man jetzt auch noch zulassen. Da wäre dann auch noch die Frage, wie wollen wir das zulassen? Ja, das war so der Fuhrpark. Ich kann jetzt noch mal den hier zeigen, genau. Also hier haben wir noch den JCB 260 Eco. Den, ja, finde ich für die Ballen vielleicht echt praktisch. Vor allem wir haben hier so einen schönen Dachboden auch. Für diese engen Arbeiten könnte man schon nehmen. Zum Wenden und alles. Es wäre auch für mich, oder es wäre auch mal die Frage, weil wir spielen ja Youngtimer. Da gab es ja diese Quaderballenpressen noch nicht so eigentlich. Dabei wäre dann die Frage, sollen wir dann mit so HD-Ballen pressen? Also das sind diese Mini-Ballen, die man halt mit der Hand nehmen. Was weiß ich, wie groß sind denn die? Vielleicht ein paar 50 Zentimeter lang oder so sind die nur. Gegensatz zu den Quaderballen. Und vielleicht könnte man da auch mal einen Pack reinnehmen mit Anhänger hinten dran. Ja, das wäre so auch noch so ein Vorschlag von mir. Ballenpresse haben wir jetzt so noch nicht. Finde ich aber jetzt auch nicht schlimm. Reicht jetzt eigentlich auch. Dann wegen den Feldern. Wir haben 7 Felder. Sind sehr viele. Sind jetzt schon 3 gegrubbert. Also angesät ist jetzt noch gar nichts. Ist auch keine Wiese dabei. Ja, da würde ich jetzt einfach mal mit dem Ansehen anfangen. Oder mit dem Grubbern. Ne, warte, müssen wir ja noch grubbern. Außer die 62. 92 gehört auch uns. Dann fange ich mal mit der 92 oder 91 an mit grubbern. Nehme ich jetzt mal den MB-Truck. Sound sollte passen, hoffe ich. Boah, der hat einen Hammer-Sound, also das ist klasse. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen anderen kaufe, aber weil ich noch einen anderen 900er drinnen hätte. Aber ich fand den Sound einfach so hammer. Und da habe ich den jetzt genommen. So. Dann würde ich jetzt einfach mit dem Grubbern anfangen. Ich habe jetzt noch einige Mods drin. Ich stelle jetzt mal trotzdem. Ich glaube, den gesamten Sound nochmal ein bisschen runter. Weil ich denke mal, so ist es gut abgestimmt. 50-50. 20% Radio. Radio machen wir jetzt mal. Ja, können wir vielleicht mal anmachen. So. Der wackelt ziemlich, muss ich auch dazu sagen. Also wir haben jetzt auch noch Skripte drin, wie Drive Control, AI Extension, was haben wir noch? GPS. Mein GPS ist jetzt für Youngtimer eigentlich noch nicht gerade wichtig, weil man ja eigentlich das noch nicht hat. Benutze ich jetzt am Anfang vielleicht auch noch gar nicht. Also ich habe da kein Problem damit, können wir auch ohne machen. Jetzt muss ich nur gucken, wo das Feld ist. Das wäre jetzt hier links. Das heißt, wir müssen hier den Weg hinter. Ja, und da sich eben die Karte halt so oft gewünscht wurde, hab ich mich halt jetzt für die entschieden. Finde ich auch echt cool und ja. Weil die Stimmen waren einfach eindeutig. Ich habe ja gesagt, das ist mit Abstimmung. Und
dann, ja. Hey, das ist aber doch schon gekobert. Ach nee, Schmarrn, das war... Hä, das ist ja Wiese drauf. Warum zeigt mir der das dann nicht an? Kann man das grubern? Also die Folgen werden jetzt 15 Minuten lang sein. Ja, 15 bis 20, sage ich mal. Kommt immer darauf an. Ihr kennt das ja von mir. Wie sich die Arbeiten ausgehen. Und dann machen wir das, ja, je nachdem, immer unterschiedlich. Ja, der ist doch geascht. Stimmt, ich habe Gras nicht angemacht. Ach so. Naja, dann hätten wir ja eigentlich nur 25, 2 und 62. 62 wäre schon gegrubert, das heißt, wir fahren zu 25. 25 ist ja echt mini, ne? Ach du Kacke. Also da könnte man vielleicht überlegen, dass ich ein paar Felder verkaufe und andere kaufe davon. Weil ich habe nämlich auch diese Bank of Hagenstedt drinnen. Da könnte man die Felder auch verkaufen. Oder dass man sich sie pachtet. Man kann sie sich ja auch pachten. Ja, müsste man halt überlegen, ne? Weil ich finde, so viele Wiesen brauche ich gar nicht. Mir reichen. Ich meine, wir haben 1, 2, 3, 4, ne, 4. Wir haben 4 Wiesen, ne? Ja, ich meine, 4 Wiesen kann man schon behalten, aber ich würde dann halt vielleicht wenigstens noch ein Feld. Ein Feld würde ich schon noch kaufen. Oder vielleicht dieses Feld 25 verkaufen, weil das ist nicht so groß. Das ist ja schon mini. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der hier noch die Tür, das Fenster vorne, Fronthydraulik, Unterlenker, Frontscheibe, Alt-Links, Keypad. Ja, danke, dass du mich auf dem Desktop wirfst. Danke dafür. Ah, das ist cool, konnte ich nachschauen, ob wir noch aufnehmen. Ich habe da immer ein bisschen Problem zurzeit. Alt-Links und Keypad 8. Ja, das ist nämlich ohne IC, sondern... Genau. Wir fahren ja schon auf, bisschen wie frisch aufgelesen. Ist jetzt auch kein Seasons drin. Seasons würde ich vielleicht schon mal spielen. Aber erst später. Ja, da muss man ja echt weit fahren, ne? Oder es könnte gehen. Weiß nicht. Ja, was ist jetzt noch wichtig? Also, ich spiele jetzt einfach mal so, wie ich mir das so vorstelle. Falls das ein bisschen... also, falls ihr da noch Vorschläge habt, einfach reinschreiben. Und... Ja. Und ich werde dann natürlich den Hauptfokus auf Tiere setzen. Hier gibt es ja auch keine Produktionen oder irgendwas. Also ich werde hier hauptsächlich Tiere machen. Anfangen mit Kühen oder Schweinen, müssen wir mal schauen, oder Schafen. Das könnt ihr entscheiden, wie wir anfangen oder halt mit welchen Tieren. Aber jetzt erstmal Ackerbau, vielleicht dann auch mal mit Forst, weil es wurde sich ja gewünscht, dass ich mit Forst anfange, aber ich habe gesagt, nee, fange ich jetzt nicht an, weil das ist, nee, das ist jetzt nicht so das, was ich will, oder, ja, ich finde das nicht so toll. Jetzt habe ich mich auch noch verfahren. Bei. Gar nicht so. Das ist doof, ne? Aber ich komme da auch nicht über die Brücke drüber, ne? Ich muss ja eigentlich so fahren, sehe ich gerade. Ja, da vorne wäre ein Feldweg, aber ich weiß nicht, ob der über die Brücke geht. Gewesen, aber naja, gut. Fahren wir halt außen rum. Sind ziemlich weite Wege, also ich finde es für Youngtimer fast ein bisschen schlecht, aber wir wollen uns ja dann nicht immer bei den Youngtimern bleiben. Die nächsten Parts wollen wir ja schon mal ein bisschen hocharbeiten, was die Geräte angeht. Muss man halt schauen, wie man das macht. So, jetzt wäre ich ja schon über die Brücke drüber, das heißt. Okay, praktisch
Informationen fahren. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht aus. Wirklich keine Ahnung, wie das hier so ist. Questplay-Kurse will ich dann schon auch mal aufnehmen. Da muss ich aber erstmal ein bisschen mehr kennenlernen. Und dann muss ich schauen mit Questplay, weil bei mir war das immer mal wieder das Problem, dass mir Questplay die Kurse nicht aufgenommen hat. Also aufgenommen hat schon. Ich habe es auch gespeichert, aber dann hat es immer das Problem war, wenn ich das Spiel neu gestartet habe, dann waren die Kurse weg wieder von neuem. Also wenn ich den Spielstand neu gestartet habe, das war ein bisschen das Problem. Ich habe zu viel Wiese außen rum, ne? Das ist schon krass. So, 15 Minuten werden jetzt schon wieder rum. Ja, ich fahre jetzt trotzdem noch schnell zum Feld, also genau sowas meine ich. Wenn ich jetzt auf dem Weg bin oder so, dass ich dann einfach noch schnell hinfahre oder wenn es nicht weit ist. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Dass ich dann einfach noch schnell hinfahre. Und ja. Also wir haben jetzt 21.34 Uhr, ihr seht es ja da oben. Ups. Die Folge wird heute noch kommen. Ganz klar, habe ich gesagt. Hey, warte mal, ging jetzt hier. Ging irgendwo ein Weg hoch. Hab ich jetzt verschwitzt, glaube ich. Hä? Soll er hier ein Weg hoch? Oder? Komisch. Ich vertraue mir gerade irgendwie nicht so. Achso, da warte ich da vorne wieder. Es wird jetzt dann auch mal noch kein Intro kommen. Das hat einfach den Grund, dass ich kein Schnittprogramm mehr habe. Hä? Das ist jetzt auch Wiese oder was? Nee, schau. 26 ist Wiese. Ist das ist Feld 25, wenn ich verarschen oder so. Das ist aber auch schon gegrubbert. Hä? Ja, was? Was ist denn das hier? Ich probiere es jetzt mal zu grubbern, aber das ist doch auch schon gegrubbert, oder? Boah, wie dann die Drehzahl hochgeht, ne? Geil. Ich finde den Sound echt geil von dem MB-Truck. Truck. Schau mal, aber das ist doch gegrubbert. Was wollen denn die von mir? Na gut, es ist gegrubbert. Kann es sein, dass alle Felder gegrubbert sind? Ich muss mich da mal nach der Folge muss ich gleich mal schauen, ob da nicht schon alle, weil hier zeigt es ja eigentlich an, dass es schon gegrubbert ist. Wenn ich hier reinschaue. Düngen mache ich jetzt, ach so, genau wegen den, ja, jetzt ist es auf einmal gegrubbert. Welches Feld war denn das, wo ich hin wollte? Kann ich mich verarschen? 91 ist abge... Achso, ja, stimmt, das ist Gras. Haben wir dann nur Feld 2 und Feld 25? Krass. Okay. Hey, jetzt ist Feld 62 doch nicht. Oh, was ist Feld 62? Ach so, ist auch schon gegrubbert. Ja, dann müssen wir da dann anziehen, würde ich sagen. Aber es sind schon weite Wege auch, ne? Da müssen wir auch mal schauen. Also Curseplay-Kurse wären da schon sehr ratsam. Weil wenn man dann so weit fahren muss zu den einzelnen Feldern, oder zu den Feldern hier hoch vor allem, dann ist das schon schwierig. Naja, ich lasse den jetzt mal hier stehen und fertig. Ich fahre den dann mal offscreen, fahre ich den dann nochmal vor zum Hof wieder und hol die, oder ja, lass den dort stehen. Und in der nächsten Folge, die wird dann wahrscheinlich morgen kommen. Also ich habe jetzt mal täglich vor, dass es kommt. Und solange ich Urlaub habe und danach muss ich mir eh dann noch was überlegen wegen dem Sendeplan. Ja, das war's soweit von der ersten Folge. Und ja, falls ihr jetzt irgendwas vergessen habt, dann könnt ihr es ja nochmal reinschreiben. Und
Ansonsten, ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euch noch, ja, einen schönen Tag. Ciao, ciao.